Ja, willkommen am Limit, Alexander Schumann hier. Heute gibt es wieder ein Spinnenvideo und zwar möchte ich über etwas reden, das ich auch selber schon gemacht habe. Und zwar, diese Spinne hier habe ich in einem Zoogeschäft gekauft damals. Das war meine erste Vogelspinne, also die Haut ist von der ersten Vogelspinne, die ich jemals besessen habe. Und das war damals, war sie unter Brachy Pelmer Smithy, wurde sie verkauft. Inzwischen weiß ich, es ist eine Hamori. Und ich habe für diese Spinne damals 50 Euro bezahlt. Ich bin oft in Zoogeschäften und wenn ich da irgendwo, also es gibt sehr selten Spinnen, zumindest bei uns, und wenn man da eine sieht, dann sind die extrem teuer. Und da kostet so ein kleines Spinnlein, kostet da 70 Euro, eine Brachy Pelmer Hamori. Und warum das gut ist, um das geht es jetzt in diesem Video. Zum Vergleich, meine Brachy Pelmer Hamori, die ich jetzt hier habe, ich zeige es euch einmal kurz. Dieses Spinnlein ist jetzt auch nicht sehr groß, aber die hat damals vor einem Jahr ca. 12 Euro gekostet im Internet. Und eine solche Spinne, wesentlich kleiner, vielleicht die Hälfte der Größe, kostet 80 Euro im Zoogeschäft. Und ich muss sagen, ich finde es gut, weil wenn eine Spinne sehr teuer ist, in Geschäften gibt es ja eher Spontankäufe. Man geht da durch, sieht etwas und kauft sich's. Und wenn die Spinne in dem Geschäft nur 12 Euro kostet, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich jemand so eine Spinne kauft, der ja nicht weiß, was er da sich da anschafft. Vielleicht gibt es irgendeinen Blödel, der irgendjemanden erschrecken will und kauft so eine Spinne für 12 Euro und tut es dann irgendwo, keine Ahnung, versteckt es irgendwo, dass sich jemand erschreckt, der es dann findet oder irgend so Blödsinn. Aber wenn die Spinne 70 Euro oder 80 Euro kostet, dann ist die Chance eher gering, dass man die aus Spaß kauft. Und deswegen finde ich es gut, dass die Spinnen in den Zoogeschäften so teuer sind. Es gibt auch, ich habe eine Weißknievogelspinne gesehen für 90 Euro, das ist auch sehr heftig. Ich habe für meine Weißknievogelspinne als Spiderling winzig klein 15 Euro bezahlt. Da muss ich sagen, das ist auch in Ordnung, weil so eine kleine Spinne, also für 15 Euro, wenn man jetzt nur Blödsinn damit vorhat, dann ist das auch zu viel Geld. Aber wenn man sich intensiv beschäftigt und sagt, okay, man möchte sich so ein Tier anschaffen, im Zoogeschäft lässt man sich beraten, wenn die Beratung vielleicht auch nicht so hundertprozentig ist. Aber man gibt viel Geld aus und dann informiert man sich auch, ob das was Gescheites ist, wie man das gescheit hält, so ein Tier. Und ich denke, deswegen ist es gut, dass die Spinnen in den Zoogeschäften so teuer sind. Ja, würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Schreibt unten in die Kommentare und dann sehen wir uns demnächst.